Geh wie Göteborg, geh wie Gerda, das passt zusammen. Wenn die dreifache Kombination hinter einem liegt, dann ist schon mal ein gutes Stück geschafft. Bremst mit der Stimme. Gut gehört auf seinen Reiter Alamo. Unglaublich, was das Pferd für eine Entwicklung hinter sich hat unter diesem Reiter. Nur ein Jahr hat es gedauert, bis Steve Gerda dieses Pferd auf Weltniveau hatte. Ein bisschen geklappert vorhin, aber alles gut. Zweifache Kombination und noch ein Sprung trennt ihn von seinem nächsten großen Triumph. Es ist unglaublich. Martin Fuchs, der freut sich bestimmt mit für ihn. Für ihn ist es Silber und Steve Gerda behält die Nerven. Er gewinnt im Skandinavium von Göteborg seinen dritten Weltcup-Titel. Die Schweden sind ein unglaublich faires Publikum. Schauen Sie mal an, es gibt eine stehende Ovation von dem schwedischen Publikum, das Steve Gerda ja bereits kennt als Sieger vor 3 Jahren. Da haben sie ebenfalls gewonnen. Steve Gerda im Glück, er freut sich. Man sieht ihm die Freude an, die Anspannung, die er vor einer knappen Minute noch im Gesicht hatte. Die totale Konzentration, die ist gewichen einem freudigen Strahlen. Kann er zu Recht mehr als stolz sein auf diese Leistung. Steve Gerda, einer der besten Reiter, die es überhaupt je gegeben hat.